Okay, erste Frage. Seit wann sind Sie am GSN und welche Aufgaben oder Funktionen haben Sie ausgeübt? Mhm. Ich bin am GSN seit 2005, also 16 Jahre jetzt mittlerweile schon, eine ganz schön lange Zeit. Ja, und ich habe ja angefangen als ganz normale Lehrerin, unterrichte ja Englisch und Spanisch und Pädagogik. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich hier angefangen habe und das erste Mal hier war, das Vorstellungsgespräch, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja, und dann habe ich viele Jahre lang eben als ganz normale Lehrerin hier Unterricht gemacht und mich in verschiedenen Projekten engagiert und bin dann irgendwann zum Mitglied der erweiterten Schulleitung geworden, weil ich mich um das internationale Abitur hier an der Schule gekümmert habe. Und 2018 habe ich die Funktion der stellvertretenden Schulleiterin hier übernommen und habe dann ein Jahr später Frau Sprenger vertreten, die für ein Dreivierteljahr zu Hause war, weil sie dann ihr Baby bekommen hat. Ja, und jetzt bin ich wieder ganz normal stellvertretende Schulleiterin hier am GSN. Okay, welches Ereignis hat Sie am meisten beeinflusst oder geprägt? Ach, das ist eigentlich ganz, ganz schwierig zu sagen, weil das ist natürlich eine tolle Schule hier. Und wir haben in diesen Jahren so viel hier gemacht, so viele wirklich tolle Sachen gemacht, so viel auch weiterentwickelt an der Schule. Aber es gibt so eine Sache, an die ich mich ganz besonders gerne erinnere. Ihr habt das nicht mitbekommen, weil ihr da noch zu jung seid. Wir waren vor ein paar Jahren mit der ganzen Schule, mit der ganzen Schulgemeinde in Berlin für 2 Tage und haben dort einmal übernachtet. Und das war eine wirklich fantastische Unternehmung, eine ganz tolle Fahrt, die natürlich für die Schule eine riesen Organisation mit sich gebracht hat. Aber eigentlich sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler insbesondere war das eine ganz fantastische Fahrt. Und daran erinnere ich mich ganz gerne zurück, wie wir alle vor dem Reichstag damals in Berlin gestanden haben, Gruppenfoto gemacht haben. Das war eine tolle Erfahrung. Da ist ja auch das Foto im Matz, oder? Genau. Genau. Ja, genau, genau. Und im Schulgebäude hängen natürlich auch verschiedene Fotos von dieser Reise, auch von der gemeinsamen Reise nach Rom, wo auch viele, viele Schüler und auch Eltern, Lehrer dabei waren. Also wir haben tolle Sachen hier in den letzten Jahren gemacht. Okay. Was war Ihre größte Herausforderung am GSN? Ui. Also ich finde, Lehrerberuf ist manchmal ganz schön herausfordernd. Man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen und es gibt ganz wenig Routine. Und im Moment, so in dieser Corona-Zeit, das ist schon eine Herausforderung. Und da muss man eigentlich die Schule jede Woche nochmal neu organisieren und Dinge nochmal neu überdenken, die eigentlich bislang gut funktioniert haben, die jetzt aber eben anders sind. Das ist schon eine immense Herausforderung im Moment. Ansonsten, glaube ich, gab es viele kleinere Herausforderungen, aber die haben wir hier alle gut bewältigt auch. Okay. Was war Ihre komischste oder lustigste Situation mit Schülern? Ihr habt schwierige Fragen an mich, die sich immer ganz, ganz schwierig nur so kurz beantworten lassen. Also es gibt ja im Unterricht immer ganz viele Situationen, die einfach aus der Situation, aus dem Geschehen heraus komisch sind. Also so Situationskomik. Und deswegen, ich kann mich an so viele kleine Sachen erinnern, aber die werden, wenn man die jetzt hier erzählt, wahrscheinlich weniger komisch. Eine Sache ist mir aber in Erinnerung geblieben, die nicht mit Schülern war, sondern mit Lehrern. Es hat mal eine Lehrerin die Queen of England imitiert und hat das so toll gemacht, dass wir wirklich alle Tränen gelacht haben. Und nicht nur kurz, sondern ganz, ganz lange. Wir haben quasi am Boden gelegen vor Lachen, weil diese Kollegin hat das so fantastisch gemacht. Also die hätte jetzt wirklich, die hatte sich auch so angezogen, hatte ein Handtäschchen dabei, so wie ihr die Queen eben kennt. Und hat einen wunderbaren britischen Akzent und das war einfach toll. Wenn sie das im Unterricht gemacht hätte, da hätten alle Schüler am Boden gelegen vor Lachen. Ja, und ansonsten mit den Schülern erlebe ich natürlich auch immer wieder komische Situationen. Und das ist auch gut, dass man herzhaft miteinander lachen kann. Das ist auch wichtig im Unterricht, dass es nicht nur um ernsthafte Dinge geht, sondern dass man eben auch Spaß haben kann zusammen. Das ist ganz wichtig. Ja. Was unterscheidet Ihre Aufgaben von denen einer normalen Lehrerin? Und welche zusätzlichen Aufgaben werden als Schulleiterin auf Sie zukommen? Ja, also aktuell ist es so, dass ich leider relativ wenig Unterricht habe, also gar nicht mehr so viele Schülergruppen. Das finde ich immer sehr traurig, aber ich habe eben viele andere Aufgaben und nach denen hast du ja auch gerade mit Recht gefragt.
Vielleicht wisst ihr, ich habe jetzt über die ganze Zeit den Vertretungsplan gemacht. Das heißt, morgens geguckt, wenn ein Lehrer fehlte, wen ich euch dann zur Vertretung schicken konnte. Häufig bin ich selber gekommen. Als Stellvertreterin muss man viele Verwaltungsaufgaben auch machen. Also ich muss mich in Teilen auch mal um Statistik kümmern, wenn neue Lehrer eingestellt werden. Ne? Also viel, viel Verwaltungssachen auch, die man macht. Ich bin verantwortlich für das internationale Abitur. Das ist ja quasi wie so eine kleine Schule in unserer großen Schule. Da gibt es auch ganz viel zu planen und zu organisieren. Da haben wir jetzt im Augenblick oder demnächst die Prüfungen anstehen. Das sind eben mit so meine Aufgaben dann. Und alles, was einfach so spontan passiert. Ne? Wenn Schüler mal eine Frage haben und unglücklich sind, dann bin ich da und versuche zu trösten und zu helfen. Und bei den Lehrern ist das ganz ähnlich. Auch die brauchen manchmal einfach nochmal einen Rat oder denen muss man organisatorisch irgendwie nochmal weiterhelfen. Das ist ganz, ganz vielschichtig eigentlich. Wie fühlen Sie sich denn nun, wenn Sie das GSN jetzt verlassen? Och, ehrlich gesagt, ich bin auch eigentlich ganz traurig, obwohl ich mir das ja selber ausgesucht habe. Es war ja keine Not zu gehen. Ich gehe schon auch mit ganz viel Wehmut, weil das wirklich eine tolle Schule ist. Und ich habe hier tolle Menschen kennengelernt, tolle Schüler vor allem auch kennengelernt, die so begeisterungsfähig sind. Und ich habe hier immer sehr, sehr, sehr gerne gearbeitet. Und trotzdem freue ich mich natürlich auch mal auf meine neuen Aufgaben. Und wenn man dann nochmal ganz eigenverantwortlich auch eine Schule leiten kann in einem großen Team, ist das ja auch eine tolle neue Herausforderung nochmal. Aber eins weiß ich, ich werde immer ganz, ganz gerne hier an das GSN zurückdenken und eben an die vielen tollen Erlebnisse, die ich hier hatte und an die vielen tollen Menschen, die es hier gibt. Bilden Sie zum Abschluss dann bitte noch jeweils einen Satz oder ein Wort, das mit G, S und N anfängt. Ein Satz oder ein Wort? Genial. Schüler? Natürlich. Ach so, genau. Und natürlich ist das GSN die beste Schule. Ja, danke für das Interview. Ich danke euch. Und macht es gut und ganz viel Glück weiterhin. Ja, Ihnen auch.